Was ist das Wichtigste in einem Musikvideo? Ist es der Standort, die Stars oder die heißen Räder? Heute werden wir uns das heißeste Auto ansehen, welches die Musikindustrie erobert hat. Lexus LIT, so heißt das begehrte Auto der Zukunft. Die Marke Lexus ist ein wichtiger Bestandteil der luxuriösen Version von Toyota. Der Unterschied ist der, dass dieses Auto noch mehr Luxus bietet. Dieser einmalige Flitzer ist ein Bildschirm, der in der Lage ist, dynamische Grafiken und Videos zu übertragen. Der japanische Autobauer Toyota hat neue Maßstäbe gesetzt. Um für den Lexus IS 2017 zu werben, haben sich die Marketingleute etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf dem Lexus LIT wurden genau 41.999 LEDs verteilt, die mit 175.000 Lumen leuchten und jede Umgebung blass aussehen lassen. Die Lichter reagieren auf Bewegungen und auf Musik und können perfekt mit jedem Song synchronisiert werden. In einem im vergangenen Monat gedrehten Musikvideo zeigt der leuchtende Lexus-Flitzer, was er drauf hat. Natürlich ist der Lexus LIT eine Sonderanfertigung. Die fahrende Leuchtreklame ist verständlicherweise nicht straßen- bzw. verkehrstauglich. So for now, just bask in the glory of this magnificent creation. And next time you see this car in a music video, you'll be able to impress your company with the fun facts surrounding the Lexus LIT. Das neue Nokia 6 hat viele Fragen aufgeworfen. Wie würde es mit dem Giganten Apple konkurrieren? Die Tatsache, dass dieses Smartphone innerhalb nur einer Minute im Land ausverkauft wurde, hat diese Sorgen wohl in Luft aufgelöst. Das Telefon ist mit einem 5,1/2 Zoll Full HD Glasdisplay ausgestattet und einem schlanken, glatten und stilvollen Glanzmetallgehäuse. Das Nokia 6 besitzt eine 16 Megapixel Rückfahrkamera und 8 Megapixel Frontlinse für alle Selfie-Liebhaber. China ist derzeit das einzige Land, in dem Sie das Smartphone für ungefähr 200 Pfund kaufen können. Im Vergleich zu den Gerüchten, dass das iPhone 8 $1000 kosten wird, ist dies ein ziemlich rentables Schnäppchen. Bis jetzt hatten wir über ein hervorragendes Produkt gesprochen, welches man leider nicht kaufen kann, während das andere Produkt so genial ist, dass es bereits ausverkauft wurde. Dann lasst uns über etwas sprechen, was Sie fangen können, und zwar alle 80. Die Welt von Pokémon Go ist größer geworden. 80 weitere Pokémons wurden der App hinzugefügt. Momentan ist noch ungewiss, über welche neue Mechanik und Elemente die App verfügen wird. Man vermutet, dass die neue App am 18. Februar starten wird. Die neue App soll besser sein als je zuvor und viel mehr Möglichkeiten bieten. Ob das Update etwas kosten wird, ist noch unklar. Das waren die coolsten Neuerscheinungen aus der Welt der IT-Industrie in dieser Woche. Kommentieren Sie dieses Video und erzählen Sie uns, was Ihnen besonders gefallen hat.